Moin Leute, ASMR Trimax hier und willkommen zu diesem neuen Video. Heinrich von Kleist hat mal gesagt, wer nicht auf den Punkt kommt, ist ein Hurensohn. Und deshalb möchte ich gleich mit der Tür ins Haus fallen, nur wie man das sagt. Woldi und ich haben gemeinsam beschlossen, dass wir keine Songs mehr verkaufen werden. Es ist Norman, du hast gleich verloren, denn er ist stahlhart, so wie Minecraft-Loren. Ja, wir wurden das echt oft gefragt, deswegen sage ich das hier nochmal so offiziell. Wir haben eher Lust, uns jetzt auf eigene Projekte zu fokussieren. Dazu kommen auch gleich noch ein paar Infos. Ja, und wir mussten noch feststellen, dass es in der Minecraft-Szene noch etliche andere Wege. Ich muss kurz trinken, warte kurz. Oha. Wege gibt, Geld zu verdienen, zum Beispiel das hier. Und wenn Sprite HD am Ende mehr Punkte hat als ich, wird er von mir 5€ bekommen. Imagine, du gehst arbeiten, wenn man einfach so Geld verdienen kann. Also pleite gehen können wir auf jeden Fall nicht. Es gibt ja auch zum Beispiel, es gab ja diese Events, wie zum Beispiel den Labymod Cup. Da konnte man ja auch irgendwie 1.000€ gewinnen oder so. Und wo wir schon beim Thema sind, ich weiß noch, die hatten damals zu diesem Cup so einen Trailer gemacht, wo die auch so einen Rapper engagiert hatten. Yeah. Und das Ding ist, ich kannte den einfach, das war auch so ein Fiverr-Rapper. Was ich mich halt jetzt frage, Labymod, falls du das siehst, was soll der Scheiß? Also wieso habt ihr nicht mich und Woldi angeheuert? Nach all dem, was wir auf der Gamescom erlebt haben, ich habe sogar eure Labymod-Kappe fucking Batman aufgesetzt. Und ich habe sogar diese Cap aus dem Real Life in meinen Minecraft-Skin integriert, WTF? Breaking News, MacTrom legt sich aus Versehen in der Spiegelung. Hier, genau, ranzoomen. Noch ein Stück. Oh mein Gott. Es ist. Junge, was ist eigentlich schon wieder für ein Video? Ja, um das abzuschließen, wir verkaufen keine Songs mehr, weder auf Fiverr noch sonst irgendwo. Das Ganze war ja ursprünglich auch eigentlich nur als einmalige Sache gedacht, also dass ich irgendwas auf Fiverr verkaufe und daraus ein Video mache. Das war ja mit dem Norm-Song das. Den letzten Song, den wir jetzt noch für jemand anderes gemacht haben, das war der Song für Wichtiger. Falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, ja, ich verlinke euch den mal. Und ich will nie was ausschließen, vielleicht machen wir irgendwann nochmal solche Songs, aber in naher Zukunft wollen wir erstmal eigene Projekte umsetzen. Und mit naher Zukunft meine ich tatsächlich schon morgen, also morgen kommt hier auf diesem Kanal ein Track von Woldi und mir, ein Song, ein Video, höchstwahrscheinlich um 18 Uhr, auf Spotify hoffentlich auch morgen, wenn nicht dann die Tage. Der Track nennt sich Tom und Woldi 2, Tom und Woldi 1 gab es schon mal vor 2 Jahren auf Woldis Kanal, falls ihr es nicht kennt, Links in der Beschreibung. Genau daran haben Woldi und ich jetzt die letzten Tage, Wochen gesessen. Und woran wir in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten sitzen werden, kann ich euch auch schon verraten. Denn wir kommen zu dem nächsten und letzten Thema dieses Videos. Taxi Team 3. Der Nachfolgetrack von Taxi Team und der Nachfolgetrack von Taxi Team 2 soll dieses Jahr noch erscheinen. Ich kann dir tatsächlich keine 100%ige Garantie geben, weil das ist halt so von ein paar Faktoren noch abhängig, auf die ich keinen Einfluss habe. Aber ich werde natürlich alles daran legen, dass es dieses Jahr noch kommt. Das Jahr hinüber habe ich immer mal wieder Sachen geschrieben für Taxi Team 3. Wenn mir Ideen eingefallen sind oder Lines, habe ich die gleich aufgeschrieben. Und jetzt beginnt langsam die intensivere Arbeit daran, damit es dieses Jahr noch was wird. Falls es dieses Jahr noch was wird, dann wird es wahrscheinlich wieder im Dezember kommen. Aber mehr kann ich dazu auch noch nicht sagen, weil ich selbst noch nicht mehr weiß. Was ich vermuten kann, dass, falls es zeitlich klappt, dass der Track wieder zur selben Stunde kommt und am selben Datum kommt, wie der letzte, also wie Taxi Team 2. Also es war, glaube ich, am 25. Dezember. Ja, mehr habe ich tatsächlich auch nicht zu sagen. Es war auf jeden Fall ein sehr sinnvolles Video. Morgen kommt Tom und Woldi 2. Seid dabei und bleibt fresh. Ciao. Yeah, Hot Wheels. Sorry. Man nennt den MC Tom, der YouTube-Wannabe.